Am vergangenen Donnerstag fand in Koblenz am Innovationsforum der Compo Group Medical die Pop-Up-Netzwerkmesse Connect Rhein-Mosel in ihrer bereits dritten Ausführung statt. Unter dem ausgeschriebenen Motto Let's Get Connected kamen auch in diesem Jahr zahlreiche Aussteller und Besucher zusammen, um sich auf der vierstündigen Pop-Up-Messe miteinander auszutauschen und zu netzwerken. Vor Ort zahlreiche namhafte Unternehmen aus der Region. Sehr zur Freude von Sarah Valenta, der Organisatorin der Connect Rhein-Mosel. Also ich bin super happy, muss ich dazu sagen. Es funktioniert alles, alle sind glücklich. Ich weiß gar nicht, was ich mehr möchte. Wir sind ausgebucht. Perfekt. Doch was steckt eigentlich hinter dieser sogenannten Pop-Up-Messe? Die Connect Rhein-Mosel ist eine Netzwerkmesse, eine Pop-Up-Messe in einer sehr kurzen Zeit. Ein ganz, ganz prägnantes Messeformat. Wenig Aufbauzeit, jeder kann daran teilnehmen. Das ist quasi für alle möglich, auch finanziell und auch personell zu stemmen. Und aus dem Grund ist das halt eigentlich ein perfektes Format für kleine, mittelständische Firmen, aber auch für Selbstständige und natürlich logischerweise auch für die Besucher und auch andere Unternehmen, die hier hinkommen wollen zum Connecten. Die Connect Rhein-Mosel ist nicht nur für die Aussteller eine geeignete Anlaufstelle. Auch Besucherinnen und Besucher sind hier willkommen, wie Organisatorin Valenta ausführt. Du kannst sehr, sehr gerne als Student hier vorbeikommen, du kannst aber auch sehr gerne als Jobinteressierter vorbeikommen und natürlich als Unternehmer. Das heißt also, für jeden ist tatsächlich was dabei. Wir sind keine reine Jobmesse, wir sind keine Fachausstellung, sondern wir möchten tatsächlich das Netzwerk einfach darstellen können. Unternehmen sollen sich einfach darstellen können. Und die natürlich, die Job interessiert sind, die dürfen sich gerne hier an den Aushängen mal anschauen, mit den Unternehmen dann in ein Gespräch gehen oder die Suche Bieter Area sich einfach mal ansehen. Und dann findet man immer gute Anhaltspunkte, um auch mit den Unternehmen vor Ort direkt zu netzwerken. Doch warum entscheiden sich so viele regionale Unternehmen dafür, an der Connect Rhein-Mosel teilzunehmen? Die Gründe scheinen vielfältig, aber einschlägig positiv zu sein, wie eine Umfrage bei diversen Ausstellern ergeben hat. Wir haben gedacht, in der Region, wir sind regionaler Brunnenanbieter oder Mineralwasseranbieter, dass regional wir auch präsent zeigen. Und Networking ist für uns das A und O. Wir sagen immer, gemeinsam sind wir stärker, als wenn wir alleine unterwegs sind. Also ich finde die Atmosphäre allgemein eine sehr familiäre Atmosphäre, hätte das eigentlich auch gar nicht erwartet. Ne? Also wir tauschen uns alle aus, sind am Connecten, wir haben heute ein Glücksrad dabei. IKEA hat immer Spezialitäten für jeden Einzelnen immer dabei, wir haben kleine Geschenke, der Kunde, wir tauschen uns aus. Allgemein die Atmosphäre ist wirklich eine sehr schöne, hätte ich gar nicht erwartet. Ich habe ganz viele Absolventen und Studierende hier getroffen, auch viele Kooperationsfirmen, aber auch wieder neue kennengelernt, die vielleicht auch sagen, ich möchte nicht nach Mannheim schicken zur Berufsakademie, sondern die sollen in der Region bleiben. Und die habe ich jetzt halt auch nochmal mein Netzwerk erweitern können. Sehr schön. Ich habe einen sehr guten Eindruck. Wir sind das erste Mal hier. Es macht mir sehr viel Spaß, mit allen Leuten zu sprechen. Wir haben auch schon sehr viele Gespräche gehabt. Es sind unheimlich viele IT-Firmen hier. Wir würden uns für uns wünschen, es gäbe noch ein paar größere Firmen, aber sich vernetzen heißt ja, dass wir für die Zukunft Leute kennenlernen, mit denen wir in Zukunft vielleicht Geschäfte machen. Was ein sehr bunter Blumenstrauß an Ausstellern ist, also wir haben bei den KMUs kleinere dabei, wir haben Einzelunternehmen dabei, wir haben größere Unternehmen dabei und da ist es einfach sehr interessant zu sehen, okay, was passiert in der Region, womit erwirtschaften die Personen in der Region ihr Geld und so einfach zu schauen, welche Dienstleistungen gibt es, was sind Themen dabei, wo vielleicht noch Wachstumspotenzial, Skalierungsmöglichkeiten sind. Und um diesen Austausch einfach zu ermöglichen oder daran teilzunehmen, sind wir halt auch hier. Der diesjährige Gastgeber der Connect Rhein-Mosel war die Compo Group Medical. Diese hat der Pop-Up-Messe mit dem Innovationsforum eine neue Heimat gegeben. Stefan Zorn, Chief Marketing Officer bei CGM, berichtet, warum man sich für diese Partnerschaft entschieden hat. Es ist definitiv für uns der richtige Platz, weil wir natürlich, die CGM ist ein Unternehmen, was sehr groß geworden ist, seit 1987 von Frank Gotthardt gegründet als Ein-Mann-Unternehmen. Mittlerweile haben wir über 8.000 Mitarbeiter, 8.500 Mitarbeiter und
Daran sieht man, dieses Unternehmen ist hier geboren, hier entstanden, groß geworden. Wir haben durch viele Synergien natürlich auch mit anderen Unternehmen es geschafft, so groß zu werden. Von daher ist es natürlich auch für uns eine Ehre, heute hier anderen Unternehmen auch die Möglichkeit zu geben, hier auf unserem Innovationscampus zu sein, sodass man sich vernetzt, neue Synergien entwickelt, persönliche Kontakte pflegt und so weiter und so fort. Von daher ist es eigentlich für uns ein sehr guter Platz. Die Connect Rhein-Mosel war auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg für Aussteller und Besucher, um untereinander zu netzwerken oder um sich einfach miteinander auszutauschen. Einer vierten Auflage der Connect Rhein-Mosel im Kalenderjahr 2024 steht also nichts mehr im Wege. Oder, um es mit den Worten des Veranstalters zu halten, auch im nächsten Jahr wird es wieder heißen: Let's get connected!